Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge des 19 PS4 hier auf der Vorpommern Rügen. Ja, zum Start in die Woche hier erstmal Trecker sauber machen. Ja, ganz schön dreckig geworden hier unser Flug. Weiß nicht, ob der dann gleich wieder zum Einsatz kommt oder wie wir das machen. Ich denke mal, einen sollten wir vielleicht mit dem Mähwerk losschicken, wenn wir als nächstes Gras machen wollen. Ich weiß nicht, ob wir einen Heuwender extra hinterher schicken oder ob wir alles zusammenbauen. Meine, für ein Big M wird es nicht reichen, unser Geld, wenn wir den Kontostand angucken. Der ist ja sehr überschaubar. So, wir können jetzt höchstens gucken, ob noch irgendwas repariert werden muss oder ob wir alles erwischt hatten. Steht der Trecker schon drin? Ach, das Gewicht bloß drin ist. Gar nichts drin. Das ist ja heute wieder ja. Genau, Gewicht muss noch repariert werden. Im Flug hat man ja auch schon über die Garage erwischt. Möchte ich meinen, genau, der ist repariert. So, da kommt der weg. Also weg kommt er nicht, er kommt in der Halle. Also eigentlich muss hier auch noch ein bisschen aufgeräumt werden. Ich denke mal, wir werden jetzt erstmal hier aufräumen, bevor wir irgendwas anderes neu anfangen. Ja, jetzt ist die große Frage, ob wir uns von den Hänger trennen. Wenn ich den jetzt ja nicht angehangen habe mit zum Waschen, will ich auch nicht. Ist das jetzt der größere oder ja, müssen wir mal zum LKW hingucken? Kleinen Moment. Wenn, dann machen wir den Dolly an den 59.000er dran. Ah, sehe ich natürlich jetzt nicht. Dann müssen wir es mal nebeneinander stellen, welcher länger ist. Ne, das ist der kleinere hier, den wir im LKW haben. Also da müssen wir eh noch umkuppeln. Wenn, dann muss der so zusammen, dass der Große am LKW ist. Der LKW ist repariert, okay. Aber der Dreck muss ebenfalls ab.
Ja, sollte alles glänzen. Hänger müssen wir auch noch reparieren, möchte ich meinen, weil den haben wir doch bestimmt nicht repariert. Oder seitdem haben wir auch vor der Garage erwischt. Ja, ja, der ist schon hier richtig reichlich kaputt. So, wenn wir mal gucken, denn hier war ja meines Erachtens Weizengerste. Hier hat man ein bisschen Hafer drin. Ach so, ja, hat man hier drüben eingelagert, okay. Da sieht es ja momentan so aus, das steigt immer noch. Sobald, lassen wir hier stehen. Sobald Soja entsprechend gestiegen ist, werden wir es verkaufen. Wir wollten nicht daneben fahren, wir wollten unter den Hänger fahren. Das sollte auch sauber sein alles. Ja, bloß das gespannt können wir jetzt maximal drüben mit ja, unserem Ballenverkauf darunter stellen. Wenn wir daneben kommen. Aber sollten eigentlich zwei hinpassen. Halt ne, Dolly soll dranbleiben. So rum wollen wir abkuppeln. Und den können wir ja stehen lassen, den werden wir dann auch brauchen. Dann bräuchten wir den hier noch. Achso, wie sah es denn jetzt bei dem aus? Ja, das passt soweit. So, dann muss ja noch das Gewicht repariert werden. Der Dreck muss noch ab. Kommt zwar gleich neuer dran, aber der alte muss erstmal ab. So, das sollte reichen. Reparieren müssen wir noch einen Trecker. So, das Gewicht. Die Gewichte legen wir eigentlich vorne hin. Da fangen wir jetzt ja nicht noch irgendwo anders was an das Gewicht hinzulegen, die findet man dann nämlich nicht wieder. Aber hier hinlegen wir die. Aber ich glaube, er macht doch ja, wer hat es doch nicht ordentlich gemacht, wenn ich hinten einen Heuwender dran habe? Also ich will nicht selber fahren, wenn, dann muss das der Helfer machen.
Ne, wir werden das auch nicht machen. Wir werden an dem Fendt-Baumer bloß in, mal auch gleich hier draußen stehen lassen. Bauen wir nur das Mähwerk an. Denn da wir das Grasfeld noch nie gemäht haben, können wir einfach erstmal bloß ansetzen an der Seite und gucken, ob wir dann den Wechsel dann ordentlich macht, wenn es auf lange Bahn geht. Also hier sieht schon mal ganz gut aus, ja, schon relativ viel geschafft. Ich weiß nicht, wie viel noch drin ist in der Sämaschine. Aber das werden wir dann sehen. So, wie gesagt, den lassen wir einfach mal hier fahren. Also wir haben gerade gepflügt. Und dann gucken wir mal, wie weit er kommt. Ach so, der war fertig. Wir wollten ja mit den düngen. Den haben wir ja ganz vergessen. Sozusagen noch mehr Geld ausgeben. Ich glaube, wir müssen Dünger kaufen. Die Düngersteuer hat man voll gemacht, oder? Da muss der Striegel erstmal repariert und gereinigt werden. Jetzt eigentlich nicht abhängen müssen, aber naja. Dann hat man den Striegel schon mal mit erwischt. Ach so, klar, wir hatten ja den Striegel repariert, weil er so langsam war. Den stellen wir natürlich wieder in die Halle. Eigentlich müssten wir die zusammenstellen, die Striegel, sonst wissen wir wieder nicht, dass wir zwei haben. Dann brauchen wir Dünger steuern, dann geht es hoch zu Feld 2, genau so rum.
werden wir auch oben an der Rundung eine Vorgewende machen müssen. Dann können wir losschicken. Den Rest sollte er dann alleine hinkriegen. Die Hälfte hat er noch nicht. Das sieht bloß von unten so aus, aber wenn wir mal hier gucken, aber ich würde sagen, nee, die Hälfte hat er noch nicht. Er hat vielleicht gutes Drittel, mehr ist da nicht weg. Wie gesagt, hier machen wir auf Vorgewende, dann fahren wir oben schräg und dann kann er selber fahren, sollte er dann hinkriegen. Einen Helfer rausnehmen, müssen wir hier schräg fahren. So, dann kann er jetzt selber weiterfahren. 276 Liter sind noch drin. Eigentlich wollte ich gucken, was er hier macht. Soweit sieht es erstmal gut aus, wenn wir hier das erste Mal unsere Kreiswiese mähen. Aber wie das dann hier weitergeht, ich sag mal, das werden wir uns sicherlich dann morgen angucken. Ich sag mal vielen Dank fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Bis dahin und tschüss.